Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur 26. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ja, heute habe ich keinen Interviewgast, sondern ich möchte einfach mich über das Thema YouTube-Kanäle mit euch austauschen und euch ein bisschen was dazu erzählen. Es wird eine etwas andere Episode sein, weil ich die nicht bearbeiten werde, sondern ich möchte jetzt bis zum Ende der Episode frei reden und das hinterher am Ende nicht schneiden, weil ich mir einfach den Aufwand sparen will. Und auf die Weise habe ich die Möglichkeit, noch zwischendrin so eine Episode reinzuschieben, die ich sonst vielleicht nicht mehr geschafft hätte. Gebt mir einfach in den Kommentaren Feedback, wie ihr das findet. Es kann sein, dass das eine oder andere mehr drin ist, was ich normalerweise rausschneiden würde. Aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt mal ein Versuch wert. Und ja, deswegen möchte ich gleich anfangen. Meine Top 10 YouTube-Kanäle. Und zwar geht es um deutschsprachige Schach-YouTube-Kanäle. Ja, warum überhaupt das ganze Thema? Im Rahmen von Corona sind ganz viele neue YouTube-Kanäle entstanden und es gibt auch schon länger bestehende YouTube-Kanäle. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen Ordnung schaffen und einen Überblick schaffen und euch auf diese tollen Kanäle aufmerksam machen, die es da so gibt. Ich fange mal an mit den Top 10 einfach von hinten. Und zwischendurch werde ich dann das eine oder andere Allgemeine noch dazu sagen. Also, es fängt an auf Platz 10 mit Chessamy.de. Das ist ein Kanal von dieser Firma Chessamy, aus Ilya Zaragatsky und Melanie und Nicolas Lubbe. Die hatte ich auch jeweils schon zu Gast bei Schachgeflüster. Und der Kanal ist natürlich mehr so ein Teaser für deren eigentliche Videos. Die sind ja kostenpflichtig, die sind eben auch entsprechend didaktisch gut aufbereitet. Und über diesen Kanal soll man so ein bisschen Geschmack bekommen. Und die Videos sind natürlich sehr gut gemacht, sind professionell gemacht, das merkt man. Warum nur auf Platz 10 in Anführungszeichen? Ja, die sind sehr, sehr eröffnungslastig, finde ich. Also es gibt ganz wenige allgemeine Videos, wie man sich im Schach verbessert oder so und ganz viel zum Thema Eröffnungen. Wer meine Spielstärke hat, der braucht das vielleicht nicht ganz so tief. Evans Gambit Kapitel 6, das ist für mich ein bisschen zu tief. Aber das ist, wie gesagt, toll erklärt und lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr euch für Eröffnungen interessiert und da auf dem neuesten Stand sein wollt, geht auf jeden Fall auf diesen Kanal. Und es gibt auch nicht nur Eröffnungen, sondern eben auch Highlight-Videos, zum Beispiel jetzt von Ilya Zaragatsky zum Magnus Carlsen Invitational Turnier, 53 Minuten Zusammenfassung mit den Highlights, also auch ein super Video. Und ja, ich kann es nur empfehlen. 393 Abonnenten hat der Kanal. Ja, ist ein bisschen mehr als ich habe. Es ist noch ein relativ kleiner Kanal, würde ich sagen. Die Kanalinfo bei YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass bei YouTube jeder Kanal noch so eine Info hat, die man anschauen kann. Die wollte ich auch kurz vorlesen jeweils. Da steht: Die Chessamy Schachakademie ist ein Zusammenschluss deutscher Spitzenspieler und Trainer. Unser Ziel: Wir möchten jedem Schachspieler, männlich-weiblich, soft- und hardware-unabhängiges Training ermöglichen, das ihn, sie wirklich nach vorne bringt. Ich glaube, soft- und hardware-unabhängig, damit meinen sie, dass man die Folgen auch runterladen kann, wenn man auf deren Homepage geht. Ja, genau, also das ist Chessamy. Tolle Folgen, tolle Kanäle. Jetzt schreit hier mein Sohn, jetzt muss ich mal kurz anhalten und mich um den kümmern. Ich bin gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Also, wir waren bei Platz 10 zu Ende. So ein allgemeiner Satz vielleicht noch.
ich möchte hier keine Kanäle vorstellen, die auf Englisch sind. Es gibt natürlich ganz tolle englischsprachige Kanäle, aber ja, das ist natürlich immer ein bisschen anstrengend zu hören. Ich habe da vier Favoriten. Das eine ist der Schachclub in St. Louis in den USA. Der hat ganz, ganz tolle Videos und mein Lieblingsdozent ist dort der Yasser Seirawan. Also ich mag einfach seinen Stil total. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Dann von Chessbase India gibt es einen ganz tollen Kanal. Agat Mato ist super und auch Powerplay Chess mit Daniel King. Das sind so meine vier Favoriten, was das Englischsprachige angeht. Ja, englischsprachige Kanäle aus Deutschland habe ich auch nicht mit aufgeführt. Also Chess Explained zum Beispiel. Der Christoph Silecki, der war ja bei mir schon zu Gast, aber der macht das halt alles auf Englisch. Und auch Elisabeth Pätz hat einen super Kanal, der jetzt, den sie zwar schon eine Weile betreibt, aber jetzt seit Corona auch ganz intensiv. Da macht sie auch tolle Videos, aber eben auch auf Englisch. Die taucht auch nicht bei mir in der Liste auf. Ja, wer auch nicht auftaucht, sind so, ich sag mal, verlängerte Webseiten. Also es gibt einen YouTube-Kanal von chess.com auf Deutsch und auch von chess24. Die posten da natürlich halt Videos, die sie ursprünglich auf ihrer Seite gestreamt haben, ne? Also wenn irgendwelche Turniere laufen und dort Kommentierungen stattfinden, dann posten die das da eben auch auf YouTube. Das ist aber im Prinzip nur das, was man ohnehin oder was man live auf den Webseiten bekommt. Deswegen habe ich das auch nicht mit aufgenommen. Aber wenn ihr da eben ja Kommentierungen von Turnieren anhören wollt im Nachhinein, dann geht auf chess.com Deutsch oder chess24.de. So heißen die YouTube-Kanäle jeweils. Genau, mein eigener Kanal ist natürlich auch nicht mit aufgeführt. Und ja, jetzt muss ich hier meinen Akku nochmal ein bisschen aufladen, sonst schmiert mir der Laptop ab. So, genau. Und was auch nicht dabei ist, sind Kanäle, die in den letzten 6 Monaten nichts gepostet haben. Also der Deutsche Schachbund zum Beispiel hat es seit einem Jahr, glaube ich, nicht mehr geschafft, ein Video hochzustellen. Auch die Schachbundesliga nicht. Und ehemals große Kanäle mit auch zum Teil vielen Abonnenten, wie zum Beispiel Schach.tv oder Topschach, die sind auch nicht mit aufgeführt, weil sie eben nicht mehr aktiv sind. Ja, dann geht's weiter mit Platz 9. Platz 9 haben die Chess Buddies, die Chess-Freunde auf Deutsch. Die Chess Buddies, das sind, ja, das ist ein relativ neuer Kanal. Ich gebe ihn gerade mal hier parallel ein. Der hat 119 Abonnenten, 16 Videos erst. Und ja, was steht in der Kanalinfo? Dort steht Folgendes. Hallo Schachfreunde, wir sind Christian Braun und Patrick Zelbel, zwei internationale Schachmeister, die aktive Turnierspieler sind. Wenn ihr Schachtipps und Tricks erkunden, Schacheröffnungen oder Schachstrategien lernen wollt, dann seid ihr hier richtig. Diesen Kanal starten wir, um euch verschiedene Aspekte des Spiels lehrreich und unterhaltsam nahezubringen. Bringt euch gerne aktiv mit ein. Genau. Also es ist natürlich schwer, so einen Kanal abschließend zu bewerten, wenn man so wenige Videos gesehen hat. Aber das sieht hier ganz interessant aus, was die beiden da machen. Und das sind ja auch keine Unbekannten. Der Schwerpunkt scheint zu sein, einmal das Thema Eröffnungen mal wieder, leider. Und dann eben auch Spieltagsrückblicke auf die Schachquarantäne-Liga. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Das hat sich ja jetzt hier so etabliert mit diesen Quarantäne-Ligen. Und die beiden bieten eben ja so Zusammenfassungen und Rückblicke auf die Quarantäne-Ligen an. Und das finde ich ganz interessant. Und dann gibt es auch so Strategievideos, Gewinnen mit dem Isolani oder schönste Schachzüge der Geschichte. Ja, also vielleicht ist Platz 9 sogar ein bisschen zu niedrig. Hört sich sehr interessant an, der Kanal. Ja, weiter mit meinen allgemeinen Zwischeninfos, die ich noch sagen wollte. Es sind in meinen 10 Top 10 Kanälen halt ein paar nicht vorgekommen, die ich eigentlich auch gut finde, die es sicherlich auch hätten oder verdient hätten, erwähnt zu werden. Aber es ja, sind nun mal eben nur 10 möglich. Ich will die anderen trotzdem mal nennen. Da gehören dazu Schach mal anders, Schachcoach, Jürgen der Schachstratege, Orca Chess, Ulrich van Suntum und VTV. Das sind alles Kanäle, die entweder schon länger bestehen oder auch neu sind und ja, die auch immer wieder interessante Videos haben.
aber aus meiner Sicht halt nicht in den, nicht ganz in den Top 10, aber das soll nicht heißen, dass die schlecht sind, sondern ja, die sind für sich auch sehr gut. Und ich habe da teilweise auch sehr interessante Videos da schon gesehen. Und ja, deswegen wollte ich die auch erwähnen. Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich die schlecht finde, sondern die anderen sind halt noch irgendwie prominenter oder professioneller gemacht, finde ich. Aber auch da, jeder hat seinen Geschmack. Also wer zum Beispiel ein Video von Orca Chess anschaut, das wird ihm auch gefallen. Also der hat auch einen ganz tollen Stil, hat es aber, ja, der wäre mein Platz 11 gewesen wahrscheinlich. Okay, ja, Platz 8 ist ein neuer Kanal namens Buhmann TV. Und wie es nicht schwer zu erraten ist, verbirgt sich hinter Buhmann TV der Rainer Buhmann. Ich gucke jetzt gerade mal, der ist Großmeister, glaube ich auch, wenn ich es richtig weiß, ja. Und sein letztes Video heißt Meine Partie gegen Wladimir Kramnik. Ja, die hat er da analysiert. Das ist eine Partie aus 2016 gewesen. Dass es den Kanal gibt, weiß ich von dem Schachblog Perlen vom Bodensee. An dieser Stelle schöne Grüße an Konrad Schormann. Also der hat den Kanal ausfindig gemacht. Und 13 Videos hat der Rainer Buhmann bisher online gestellt. 68 Abonnenten, ist natürlich noch nicht so viel, aber er steht am Anfang und macht es ganz gut. Hat mich ein bisschen gewundert, dass er was Eigenes macht, denn er ist auch bei Chessamy aktiv gewesen, bisher zumindest. Ich weiß nicht, ob er da jetzt ja, nicht mehr mitmacht oder das parallel. Auf jeden Fall sieht es hier ganz gut aus, der Kanal. Ich schaue gerade mal, was in der Beschreibung steht. Spaß und Freude am Schach, darum geht es auf meinem Kanal. Ein schachliches Unterhaltungsprogramm für Spieler aller Spielstärken. So, jetzt kommt eine Aufzählung von Dingen, die er machen will. Also Partieanalysen, Highlights, eigene Partien, Geschwätzblitz. Oh je, immer dieses Geschwätzblitz. Also ich finde es ja ein bisschen inflationär. Aber okay, Tipps für dein Training, Live-Fragen und Antworten. Ich wünsche dir viel Spaß bei den Videos. Folge mir gerne auch auf meinen Social-Media-Seiten und so weiter. Videos mit Hilfe von Chessbase erstellt. Ach ja, das ist interessant. Also offenbar hat er da Unterstützung von Chessbase. Chessbase übrigens hat keinen eigenen Kanal, keinen eigenen YouTube-Kanal. Es gibt von, ja, stimmt nicht ganz. Also es gibt Chessbase India natürlich, das ist ein sensationell guter Kanal. Und dann gibt es einen Kanal Chessbase Products, die aber eben nur, glaube ich, auf Englisch machen und auch nur so Produkte anpreisen. Und dann gibt es, glaube ich, so einen Kanal Chessbase GmbH, wenn ich es noch richtig weiß. Da ist aber auch nichts Neues oder nichts Relevantes drauf. Also Chessbase Deutschland oder macht auf Deutsch nichts Erwähnenswertes, aber offenbar unterstützen sie jetzt den Rainer Buhmann. Das ist ja auch ganz interessant zu wissen. Gut, wollte ich noch irgendwie was Allgemeines sagen? Ach ja, das Ganze ist natürlich eine subjektive Wertung, ne? Also und auch nicht an Abonnentenzahlen ausgerichtet übrigens, sondern Kriterium war für mich eben, ja, wie interessant der Inhalt ist. Also ist natürlich auch alles subjektiv, klar, aber ich wollte jetzt keine objektiven Kriterien nehmen, seit wann es den Kanal gibt oder wie viele Aufrufe er hat, sondern auch quasi den neuen Kanälen so ein bisschen eine Chance geben in der Auflistung. Genau, so, dann kommt auf Platz 7 ein Kanal, den es schon ein bisschen länger gibt, auch von ehemaligen Gästen von mir, und zwar Lubbe Schach. Ja, die Lubbes, die machen natürlich auch bei diesen Chessamy-Kanälen mit, denen gehört ja mit die Firma, also der Kanal, der auf Nummer 10 war, aber die haben auch einen eigenen Kanal, der nennt sich Lubbe Schach, hat 1120 Abonnenten und auch schon stolze 210 Videos, und da, ja, posten die auch Videos. Das kann sein, dass sich das so ein bisschen doppelt mit den Chessamy-Videos oder auch mit den Chess24-Videos. Also ich sehe gerade hier das letzte Video ist Geschwätzblitz auf Chess24. Ja, also schaut einfach mal, wenn ihr die Lubbes mögt, dann seid ihr da auf dem Kanal richtig. Und ich finde, dass es zwei ausgesprochen nette und sympathische Persönlichkeiten sind. Den kann ich da sehr gerne zusehen. Das ist auch immer ganz unterhaltsam, die beiden.
Ja, aber immer, also dieses viele Geschwätzblitz, ich finde, da lernt man nicht so furchtbar viel. Und deswegen mag ich es eigentlich nicht, das so zu gucken. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Leute sehr gerne anschauen. Beschreibung, Kanalbeschreibung. Wir sind Großmeisterin und Nationalspielerin Melanie Lubbe und internationaler Meister Nicolas Lubbe. Bei uns dreht sich fast alles um das Thema Schach. Hier gibt es Lehrvideos, schachliches Unterhaltungsprogramm und sonstiges. Genau. Ja. Also Lubbe Schach auch auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch was Allgemeines sagen wollte. Nö, eigentlich nicht. Ja. Nö, am Ende sage ich noch was, aber meine allgemeinen Hinweise bin ich losgeworden. Dann kann ich ja jetzt hier die Top 6 bis Top 1 am Stück sagen und fange mal an mit einem sehr interessanten Kanal auf Platz 6, der wirklich mir sehr gut gefällt. Und zwar ist das der Ledator. Ledator ist ja der der Kanalname von einem Schachspieler aus Schwaben, würde ich sagen. Zumindest redet er immer sehr schwäbisch. Finde ich ja sympathisch, weil ich auch aus dem Schwabenland komme. Und ich habe seinen Klarnamen noch nicht rausgefunden. Ich habe ihn auch schon mal kontaktiert, ob er als Interviewgast bei mir sein möchte. Da hat er sich leider nicht gemeldet. Aber ja, ich finde seinen Kanal sehr interessant. Er hat 7690 Abonnenten immerhin. Und den Kanal gibt es auch schon länger. Und ich schaue jetzt gerade mal auf die Info, Kanalinfo, was da steht. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Inhalt meines Kanals sind Schachvideos, in denen ich Schach erkläre und Strategien nahebringe. Du willst im Schach besser werden? Unter folgendem Link findet man meine Playlist Schach lernen, bla bla bla. Ledator heißt Schach verstehen. Aha. Schach ist ein so schönes und faszinierendes Spiel. Und diese Faszination möchte ich mit euch teilen. Schachvideos seit 2015. Ja, und dann kommt noch ein Link zu einer PayPal-Adresse, wo man spenden kann. Und er hat insgesamt schon 1.400.000 Aufrufe. Also ist nicht schlecht. Was ich ganz toll finde, sind zwei Videos von ihm. Das eine versuche ich hier gerade zu finden. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich finde es gerade nicht. Es ging um die DWZ und die Elo. Er hat da in einem Video genau erklärt, wie die DWZ und die Elo zustande kommt, wie sie sich verändert, wenn man eine Partie gewinnt oder verliert, in Abhängigkeit von der DWZ oder der Elo vom Gegner. Und das fand ich sehr interessant. Und ja, dann macht er immer so Duelle mit dem Orca Chess, der Kanal, den ich vorher schon genannt habe. Oder spielt auf Lead Chess und hat auch ein super Video gemacht. Das ist allerdings schon 2 Jahre alt zu Schachcomputern. Ist nicht mehr ganz aktuell halt, aber damals fand ich das super. Und ja, hat auch so eine bekannte Reihe: Angriffsspieler besiegen, Verteidigungsspieler besiegen, Schwächen der Amateurspieler, Schachtaktiken. Also der hat eine Menge interessante Videos und was ich halt mag, ist, dass es auch eben Hintergrundvideos gibt und nicht nur Geschwätzblitz oder Eröffnungen. Ja, das genau, also Ledator, sehr interessanter Kanal und ich hoffe, dass er irgendwann doch mal hier als Interviewgast auftaucht. Ja, dann geht es weiter mit Kanal 5. Sehr hoch eingestuft für einen ganz neuen Kanal. Und zwar ist das der Kollege Schachpanda. Schachpanda ist ein Kanal, den es jetzt eben ganz frisch gibt. Der hat erst 47 Abonnenten mit 11 Videos. Und ja, ich schaue gerade mal auf die Kanalinfo. Dann wisst ihr, wer den betreibt. Da steht: Hallo Schachfreunde, ich bin David und spiele seit ich denken kann leidenschaftlich Schach. Mittlerweile habe ich eine DWZ, DZW steht da, aber er meint DWZ, von knapp 2300 und möchte bald auch Elo 2300 erreichen, um den FM-Titel beantragen zu können. Dazu werde ich an vielen Themen arbeiten, die ich dann hier mit euch teilen möchte.
Dazu gehören sowohl Endspiele als auch Eröffnungen, aber auch strategische und psychologische Themen werde ich mit euch besprechen und so weiter. Ja, also ich finde, wenn ihr die Videos von dem anschaut, die sind auch optisch, grafisch sehr, sehr, sehr gut aufbereitet. Also der hat da super Thumbnails. Thumbnail heißen ja diese kleinen Bildchen von den Videos. Das hat er echt, also der muss irgendwie im Thema Grafikbearbeitung muss der versiert sein. Und ich finde die Videos auch wirklich gut gemacht. Es geht auch nicht nur einfach um ja die siebte Untervariante des Volga Gambits, sondern er macht da auch so allgemeine Tipps, ne? Effektiv Taktik lernen zum Beispiel oder Endspiele lernen. Finde ich gut, dass es auch mal zu Endspielen was gibt, nicht immer nur zu Eröffnungen. Oder Schachtipps für Anfänger unter 1000. Also da hat er 36 Minuten Video gemacht mit Tipps für Anfänger. Finde ich ganz interessant und der Kanal sieht sehr gut aus. Mal schauen, in welche Richtung er sich entwickelt. Gut, das war Schachpanda. Jetzt kommen wir schon zum undankbaren Platz Nummer 4, aber trotzdem ein sehr guter Platz. Und zwar der Kanal lautet Annas Schachschule. Annas Schachschule hat 188 Abonnenten, ist auch ein sehr, sehr neuer Kanal. Und ich erzähle euch mal, was in der Kanalinfo drin steht. Da steht: Hallo, mein Name ist Anna Endres und ich spiele, seit ich 5 Jahre alt bin, Schach. Ich bin in meiner Jugend 5-mal deutsche Jugendmeisterin geworden, Vizemannschafts-Europameisterin und bin Olympiateilnehmerin einer Schacholympiade. Ich bin seit mehreren Jahren weibliche FIDE-Meisterin, also WFM, ne, im Schach und war die letzten 5 Jahre deutschlandweit als Trainerin unterwegs. Ach ja, genau, der Sebastian Siebrecht hat ja bei mir auch im Podcast erzählt, dass die Anna Endres ihn unterstützt hat bei seiner Reihe Faszination Schach mit Kindern und so weiter in diesen Einkaufszentren. Mein Ziel ist es, Schach interessanter zu machen und auf eine nette Art zu vermitteln. Ich hoffe, ich kann dazu beitragen, dass das Image von Schach bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen immer positiver wird. Ja, und jetzt kommt das Gleiche nochmal auf Englisch. Ich weiß nicht, warum sie es auf Englisch macht, weil ihre Videos bisher alle auf Deutsch sind, aber ja, das, was sie da sagt, dass sie das versucht, auf nette Art zu vermitteln, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also das ist sehr, sehr nett, wie sie das aufbereitet, die Anna Endres. Und ja, ist ein optischer Genuss auch, diese Videos zu sehen. Sie konzentriert sich bisher auf, ich sag mal so ein bisschen Trivia. Also hat eine Harry Potter Schachpartie analysiert oder jetzt auch 5 Partien Promis spielen Schach, Boris Becker gegen Garry Kasparov zum Beispiel oder Garry Kasparov gegen Felix Magath, und hat aber auch eine historische Partie analysiert von Lasker Steinitz. Ich denke, sie muss noch so ein bisschen ihre Richtung finden. Ob das eher in Richtung Anfänger geht oder in Richtung Profis. Auch ein Anfängervideo ist dabei, aber auch ein Video, wie sie selber spielt. Das ist jetzt verschwunden, ich finde es nicht mehr. Keine Ahnung, naja. Also auf jeden Fall finde ich das sehr nett gemacht und vorgetragen. Und der Kanal gefällt mir. Und mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Anna Endres mit ihrer Schachschule. Vorher hieß der Kanal auch Natürlich Schach. Das hat mir eigentlich besser gefallen als Anna Schachschule. Weil eine Schule ist es ja nicht wirklich. Aber okay, sei es drum. Also ein verdienter Platz 4. Und ich verspreche mir auf jeden Fall noch ganz viel von dem Kanal. Dann auf Platz 3 ist der Kanal von meinem ehemaligen Gast und dem deutschen Meister Niklas Huschenbeet. Der Kanal heißt GM Huschenbeet. Und ja, der Kanal ist auch schon sehr alt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also den gibt es schon lange. Und der Niklas hat auch mal irgendwie geschrieben, dass er der beste deutsche YouTube-Kanal werden oder sein will. Ich finde, das hat er bis vor 2 Monaten auch geschafft. Da war er für mich der Beste, aber für mich ist er jetzt nur auf Platz 3. Werde ich gleich sagen, warum. Weil die beiden anderen einfach noch interessanter sind, finde ich, und neuer. Aber der Nikolas hat hier, der Niklas, nicht zu verwechseln mit dem Nikolas Lubbe,
Der Niklas hat hier eine ganz tolle Arbeit geleistet. 39.300 Abonnenten, damit ist er der größte deutsche Schachkanal, wenn man mal Chess24 weglässt, so heißt es. 1096 Videos, also und auch immer hochqualitativ, ne? Also was er da macht, das ist wirklich, er hat einen tollen Vortragsstil und 2600 Elo, ne? Also da, was er sagt, hat Hand und Fuß und hat es auch toll professionell aufbereitet und wundert mich, dass er da so viel macht, weil er hat ja auch seine Firma Chessense und ich dachte, dass er mehr Dinge vielleicht kostenpflichtig anbietet, aber er macht das wirklich toll, also und auch ganz viele Videos, wie der da raushaut und sehr, sehr vielfältig, also es geht um teilweise so Schachstudien, es geht um die Quarantäne-Liga auf LeeChess, die er da streamt und interessante Partien, zum Beispiel eine Partie von Carlsen, wie er nach 7 Zügen schon auf Verlust stand oder wie Carlsen im dritten Zug H5 gespielt hat gegen Ding und die unsterbliche Partie, die peruanische unsterbliche Partie hat er da analysiert. Also ganz aktuell immer und ganz toll vorgetragen und große Empfehlung meinerseits, GM Huschenbeet. Jetzt wollte ich noch vorlesen, was er da schreibt. Ich muss parallel mal gucken, nimmt das Ganze hier eigentlich auf, was ich sage? Ja, sieht gut aus, okay. Was schreibt er? Hallo lieber Schachfreund. Mein Name ist Niklas Huschenbeet, ich bin Schachgroßmeister und teile auf diesem Kanal meine Leidenschaft für das königliche Spiel. Hier findest du legendäre Partien der Schachgeschichte, aktuelle Analysen von Top-Turnieren, Schacheröffnungen, Blitzpartien und noch vieles mehr. Es wäre mir eine Freude, dich für Schach zu begeistern und dir dabei zu helfen, dich im Schach zu verbessern. Genau, jetzt kommen noch so ein paar Links. Und ja, also super Kanal, wahrscheinlich der professionellste, den es in Deutschland gibt. Mit Einschränkungen von der Nummer 1, der auch sehr professionell ist. Und aber schon ein sehr, sehr etablierter Kanal. Gut, dann kommen wir zu der Nummer 2 und das ist ein kleiner Geheimtipp, weil es ein sehr kleiner und neuer Kanal ist, aber von jemandem, den ihr auch schon kennt, der nämlich auch schon bei mir zu Gast war, und zwar ist das der Johnny Karlstedt oder Jonathan Karlstedt, der ja auch bei Jessamy mitmacht, aber hier seinen Kanal hat, und zwar ist es kein eigener Kanal, sondern von seinem Verein von Werder Bremen. Und der Kanal heißt Werder Tigers. Und der hat bisher nur 48 Abonnenten und ja, ich lese euch mal die Kanalinfo vor. Da steht, die Schachabteilung des SV Werder Bremen stellt sich vor. Hier wird in Zukunft Content über die Bundesligamannschaft von Werder und viele weitere Aktionen der Grün-Weißen online gestellt. Gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, um immer mit den neuesten Videos versorgt zu werden. Also die Kanalinfo geht ein bisschen fehl, denn es sind im Prinzip keine Videos über Werder Bremen da gepostet, sondern es sind tolle Schachlehrvideos, die der Jonathan Karlstedt da gemacht hinterlegt. Wahrscheinlich war das mal die Absicht, eben, dass es rein um Werder Bremen geht. Der Jonathan Karlstedt ist ja auch hauptamtlicher Bundesliga-Trainer bei Werder Bremen. Aber vermutlich ist es durch Corona jetzt ein bisschen anders gekommen, dass er einfach diesen Kanal genutzt hat, um Lehrvideos da zu machen. Ja, warum finde ich die Videos so toll? Es gibt, die Themenvielfalt ist halt sehr hoch und es gibt immer so, es ist sehr interaktiv. Also der Jonathan Karlstedt macht da so Aufgabenvideos und dann macht er kurz darauf dann so ein Lösungsvideo und dann hat er auch so ganz nette Videos, die besten Partien aller Zeiten zum Beispiel oder Endspiele auf dem Weg zum Großmeister nennt er das und ja, ich finde es sehr, sehr instruktiv seine Videos und er postet da auch regelmäßig was, es sind immer relativ kurze Videos, die kann man auch so mal zwischendurch gucken, das finde ich auch gut.
bei anderen Kanälen sind die Videos teilweise irgendwie, ja, 2 Stunden Geschwätzblitz oder so. Wer soll sich das denn angucken, ne? Aber ein 3-Minuten-Video von Johnny Karlstedt zu Endspielaufgaben und dann 1 Minute Lösungsvideo. Ja, okay, das ist jetzt 8 Minuten hier zu den Endspielen, aber das kriegt man auch so zwischendurch mal hin. Und ja, der hat da einfach tolle Aufgaben, Läufer-Endspiele zum Beispiel, oder ja, auch Interviews sind hier gepostet zum Teil. Und ich finde, der Kanal sollte auf jeden Fall mehr Aufrufe haben. Vielleicht müsste er umbenannt werden von Werder Tigers weg, weil jeder denkt halt, dass es wirklich nur um den Schachverein Werder Bremen geht. Nichts gegen den Verein, ne? Aber das ist halt momentan nicht der richtige Kanalname einfach für diese Videos, finde ich. Ja, aber auf jeden Fall volle Empfehlung. Und schaut einfach mal rein, abonniert den Kanal. Und ja, es ist nur noch ein Kanal, der den Kanal toppt. Und das ist kein Geheimtipp, sondern der Kanal ist in den letzten Wochen explodiert. Auch ein ehemaliger Gast von mir, und zwar Georgios Solaidis mit seinem Kanal The Big Greek. Der hat jetzt momentan 23.900 Abonnenten. Und ich glaube, vor 3 Wochen hatte der noch ein paar hundert. Also das ist wirklich hochgegangen ohne Ende. Und er hat auch in den letzten Wochen, was der gepostet hat, er hat jetzt schon 189 Videos und der haut wirklich täglich 2-3 Videos da raus und beachtet auch jeden Tipp, den man da beachten soll. Also ich habe so einen Kanal abonniert, der so geht YouTube heißt der. Da kann man immer so lernen, wie man am besten YouTube-Kanäle bespielt. Also der hat ein Kanalvideo, der hat ein Kanal-Trailer, der macht die Titel richtig, der am Anfang blendet er immer so ein Abonnieren-Symbol ein, also alles, was man machen muss, um bei YouTube seine Zugriffszahlen hochzuschrauben, das macht er. Also der hat wirklich alle Tricks da drauf und postet eins nach dem anderen. Tolle Videos, gut aufbereitet und schachlich gut vorgetragen und auch eben nicht nur irgendwie Geschwätzblitz, sondern auch wirklich Videos, wo Arbeit dahinter steckt, ja, also Eröffnungsfallen oder die 10 schönsten Züge der Schachgeschichte, wie man besser Schach spielt, 5 ultimative Tipps, die goldenen Eröffnungsregeln, also es sind wirklich Themen, die auch weiterbringen, und ein Video hat er auch zum Mittelspiel gehabt, das ist jetzt hier, sehe ich hier gerade nicht, aber das finde ich auch interessant, dass jemand mal was zum Mittelspiel macht, weil sonst findet man immer nur Eröffnungen oder Endspiel. Und beim Mittelspiel findet man immer nur Videos zu, wie spiele ich mit oder gegen den Isolani oder mit oder gegen das Läuferpaar. Aber der hat da so ein ganzes Video über das Mittelspiel an sich. Und ja, das ist aus meiner Sicht der professionellste Kanal noch, oder zusammen mit Niklas Huschenbeet. Und aber ja, ich finde es einfach toll, was er da auf die Beine gestellt hat in so wenigen Wochen. Und ich lese jetzt euch mal die Beschreibung vor. Hallo Schachfreunde, mein Name ist Georgios Solaidis, beziehungsweise ich glaube, es heißt Suleidis, wenn ich es richtig weiß. Ich bin seit 1999 internationaler Schachmeister und arbeite unter anderem als Journalist, Autor und Schachtrainer. Meine Artikel veröffentliche ich regelmäßig unter anderem auf der Webseite der Schachbundesliga oder auf Chessbase. Diesen Kanal startete ich im Juni 2019. Ah ja, doch schon. Aber erst in den letzten Wochen hat das so richtig zugelegt, finde ich. Hier zeige ich die besten und schönsten Partien der Schachgeschichte auf verständliche Weise und vermittle dabei das kleine 1x1 des königlichen Spiels. Außerdem kommentiere ich aktuelle Partien der besten Spieler der Welt, zeige Eröffnungstipps und spreche regelmäßig über mein eigenes Schaffen. Oh, sorry, jetzt muss ich mal gehen, es ist schon 10 vor 11. Ja, genau, also das 2,3 Millionen Aufrufe hat er auch schon übrigens. Also Respekt. Ja, das waren meine Top 10 Kanäle. Ich sage sie nochmal von 1 bis 10. Also 1 war The Big Greek, 2 waren die Werder Tigers, 3 war GM Huschenbeet, 4 Annas Schachschule, 5 Schachpanda, 6 Ledator, 7 Luppe Schach, 8 Buhmann TV, 9 Chess Buddies und 10 Chessemi.de.
Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren oder per E-Mail an schachgeflüster@gmail.com, was eure Lieblingskanäle sind. Und ich hoffe euch, ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Schachspielen auf LeeChess oder Chess24 oder auf der Schacharena zum Beispiel. Kleiner Ausblick auf die nächste Folge oder auf die übernächste Episode. Und ja, bleibt gesund oder werdet gesund, je nachdem. Und gut Stellung, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Michael. Halt nicht so schnell, ich habe was vergessen. Ja, noch ein Hinweis für alle, die jetzt meinen, sie müssten vielleicht oder sie könnten vielleicht auch einen eigenen Schach-YouTube-Kanal machen. Was mir bei den bisherigen Kanälen manchmal so ein bisschen fehlt, ist die klare Zielgruppe. Also viele Kanäle wollen im Prinzip alles machen, ne? Also wollen alle, wollen die ganze Range abdecken, machen dann erst ein Anfängervideo und dann ein Video, ja, wie man Taktiken für Spieler mit 2300 DWZ löst und dann wieder die siebte Untervariante zum Budapest Gambit und dann wieder, ja, wie zieht der Läufer? Das ist alles so ein bisschen, ja, manchmal weiß man nicht so richtig, was ist das Konzept und ist nicht so richtig stimmig. Man muss sich auch sehr genau raussuchen, welches Video ist jetzt eigentlich für einen geeignet möglicherweise und welches nicht. Und bei Podcasts zum Beispiel heißt es immer so, schaut euch vorher oder überlegt euch vorher, was ist euer Avatar? Avatar ist eben die typische Zielperson, die euren Podcast anhört. Und dann macht ihr alle Episoden einfach nur für diesen Avatar. Und mein Avatar zum Beispiel ist eben ein Spieler, der Freizeitspieler ist und oder unterer Vereinsspieler. Das sind dann eigentlich wieder schon zwei Avatare, so soll man es eigentlich nicht machen. Aber ja, also bildet euch diesen einen Avatar und macht die Videos für den. Und der Avatar, der wird nicht 800 DWZ und 2300 DWZ gleichzeitig haben. Und macht eure Zielgruppe klar. Und wenn ihr für verschiedene Zielgruppen was habt, dann macht verschiedene Playlists oder dann benennt irgendwelche Reihen und sagt, ja, das ist meine Anfängerreihe oder das ist meine Profireihe. Aber ja, manchmal ist das, finde ich, nicht so richtig klar, welcher Kanal jetzt für welche Leistungsstufe ist. Und ein zweiter Hinweis, was ich mir wünschen würde von YouTube-Kanälen, macht was für Kinder. Es gibt keinen einzigen YouTube-Kanal, bei dem man ja für Kinder richtig didaktisch, pädagogisch aufbereitet Schach lernen kann. Es gibt, wie gesagt, eben einzelne Folgen, wie ziehen die Figuren, was ist die Grundstellung, wie eröffnet man eine Schachpartie und so weiter. Aber es gibt nichts, was ich jetzt meiner Tochter zeigen könnte oder auch was ein Fünfjähriger, ein Zehnjähriger, wie der Schach lernt. Es gibt zwar Chess for Kids, aber oder Chess für Kids, aber die haben, oder Schach für Kids, so heißt es, glaube ich, auf Deutsch, aber die haben nichts richtig Verwertbares, was man Kindern zeigen kann. Ich habe ja den Sebastian Siebrecht schon gebeten, mal so einen Kanal zu machen, aber der möchte auch nicht, der möchte die Interaktion mit den Kindern haben, die persönliche. Und ja, jetzt könnt ihr natürlich sagen, dass Schachkinder natürlich auch nochmal eine kleinere Gruppe ist und dass weniger Abonnenten gibt. Kann sein, aber ihr habt da ein Alleinstellungsmerkmal und ja, so ein Kanal würde ich mir wünschen. Also wenn ich einen YouTube-Kanal machen würde, dann würde ich einen Schachkinder-Kanal machen. Aber ja, vielleicht gibt es sowas irgendwann. Das waren auf jeden Fall noch zwei Gedanken, die ich euch mitgeben wollte. Einmal mit dem Avatar. Und der Zielgruppe, dass er das klar macht, für wen was ist. Und dann mein Wunsch nach einem Kinderkanal. Vielleicht geht er ja irgendwann in Erfüllung. Okay, das war's. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster@gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit,
dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden Hünstetten, und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.